So, servus Leute, was geht? Ich bin es wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. Ich war groß unterwegs und zwar an der Grenze zwischen Nürnberg und Fürth. Und ich habe dort einen Spielzeugladen besucht und ich bin da auf was richtig Krasses gestoßen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie krass und zwar und lustig das auch ist. Genau. Ihr dürft gespannt sein, was ich für euch da im Petto gemacht habe. Und ich habe es selber dann mal weil es handelt sich um ein Brettspiel. Und von diesem Brettspiel wurde etwas aufgebaut, dass man es selber mal, ja. Dass man das selber mal und zwar Hand anlegen kann und selber mal auf eigenem Leib erfüllen kann. Und ich fand es recht witzig. Und dann ja, wollen wir mal schauen, wie ihr das findet. Dann gibt es natürlich noch, war ich noch einkaufen im E-Center. Und der E-Center hat was Neues. Und da dürft ihr schon gespannt sein. Gut, dann würde ich sagen, Arevari, es geht los. Wusch. So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Mit einem neuen Video. Ich befinde mich gerade im Spielzeugladen und in Nürnberg. Und ich habe da was gefunden. Jeder kennt vielleicht hier dieses Spiel Monopoly. Und Monopoly hat eine tolle Aktion. Gehe selbstständig in den Monopoly-Knast. Da gehen wir jetzt mal hin, das schauen wir uns an. Nur zu. Besuch. Nur zu Besuch. Hier, Gefängnis. Monopoly. So, selbstständig eingebuchtet. Das witzig, dass man sowas mal ausprobieren kann. Einmal rum einfach mal sieht. So, selbstständig einsperren bei Monopoly. In Realität. Finde ich komisch. Dann habe ich bei Monopoly Geld gestohlen. Ja, also Geld gestohlen. Ja. Tja, und jetzt, wenn man eingesperrt ist, was will man machen? Was ist Monopoly, ne? Monopoly, tolles Spiel und das ist. Zahlt 50 Euro. Sieh dir das an, Oliver. Jetzt, Leute, jetzt werde ich befreit. Ich habe meine Kaution gezahlt. Muss halt. So Leute, Monopoly. Also jeder, der jetzt nochmal Bock hat auf Monopoly spielen, sollte sich unbedingt dieses tolle Spiel kaufen. Und hier, finde das Falschgeld und werde reich. Falsches Spiel. Monopoly, falsches Spiel. Steht hier, finde das Falschgeld und werde reich. Dann eine Reise um die Welt. Geht es einmal um die Welt mit Monopoly. Also kauft euch. Und ja. Gut. So Leute, ich bin jetzt beim E-Center in Nürnberg. Hier gibt es solche schönen Tablets. Das habe ich schon hier eingekauft. Crunchips, hier drin sind sie. Kann man hier mit so einem Scanner arbeiten. Jetzt nehme ich das mal. Ich nehme den Scanner. Bitte legen Sie die Pfefferbeißer in den Warenkorb. Mache ich. Pfefferbeißer im Kasten. So lässt sich doch schön einkaufen. Braucht man immer rechnen.
Ich lach mich kaputt. Das ist ja cool. High moderne Technik. Kommen wir mal darum. Dann darum. So. Ah. So witzig. So Leute, so sieht das Ganze aus hier beim Einkaufen mit so einem Handscanner, mit diesem komischen Dingsbums da. 6,07 €. Naja, dann fahre ich jetzt mal weiter nach vorne. Ah, das ist doch verrückt. Also, dann würde ich sagen, ich wandere zur Kasse. Ausgegeben 6,07 € zur Kasse. Die Zahlen haben sie. Alle waren in ihrem Einkaufswagen eingescannt und wollen mit dem Bezahlvorgang beginnen. Ja. Also, gehen wir. Ja. Na, schön, sehen wir uns gleich wieder. So. Und jetzt der Bezahlvorgang ist abgeschlossen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Das ist ja echt lustig. Mit so einem Scanner. Schön, cool, perfekt. Da könnt ihr euch austoben, wenn ihr einkaufen gehen wollt. E-Zender. Unser Herz schlägt für Geschmack. Nürnberg, ihr seid was Geiles. Das ist Nürnberg. Daran soll Erlangen nochmal sich eine Scheibe abschneiden hier. So. Also wir sehen uns danach, ja.